Soll ich in uns knistern? Ja, ich würde es doch hoffen. Suppe machen, ey. Die werde ich essen. Die werde ich essen mit richtig viel Hass. Ihr habt Krabbenkrebse. Ah! Könnt ihr euch vorstellen, wie Trimax gerade irgendwo versucht, Romatra das letzte bisschen Eichelkäse von dem Schwanz zu knabbern, damit er überlebt? Stellt es euch kurz bitte vor. Stellt es euch nur ganz kurz vor. Euer Abend ist damit gelaufen. Liebe Grüße. Shrimps. Ihr habt... Ey, kennt ihr diese Fliegen, die die ganze Zeit nur durch die Raummitte fliegen und immer wieder einem ins Gesicht fliegen und dann landen wollen? Wollen die sterben oder was? Was ist denn mit den Fliegen? Warum? Was macht es das? Wie dumm ist die denn? Digga, ich habe hier eine Fliege auf dem Bildschirm, Alter, warte mal. Die arme Fliege, ja, ich hau da einen über den Döner und dann schmeiß ich die in mein Aquarium. Meine Hechte freuen sich, Digga. Ja. Wo ist denn die Fliege, Alter? Tja, wenn eine Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz und dann freuen sich die Hechte. Der Kollege, der hat mir das Leben zur Hölle gemacht, aber am Ende bin ich der Sieger. Am Ende der Jagd! Da, seht ihr, habt ihr gesehen? Da, da, da! Ich bin eins mit der Natur! Digga, na, Hugo, bitte, Bruder. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Guten Morgen. Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick wieder nach vorn. Ui! Oh yeah! Also im Grunde Madeira so dumm, NPC Country for real, nicht gerendert das Ding. Das sind jetzt gleich TikTok-Gadgets, Freunde. Also heute ist es hier ein Reef-TV-Stream, Bro. Kein Gameplay, nur just chatting und dann auch ein Video für YouTube. Digga, Revi POV. Nee, Kevin, das ist einfach ein Kevin-Stream. Du schiebst es immer auf mich, weil du klaust meinen Partnerschub, klaust meine Formate. Soll ich mal ganz kurz einen Kevin-Stream machen? Okay, Chat ist jetzt giga-cringe, okay, giga-cringe, Chat, bitte. Shut up, Chat, ich muss ganz kurz machen. Bilbo ist fürs Thumbnail. Euch auch für später das Bild. Oh, oh, shut up, Chat, halt's Maul, ich muss das machen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich onstream schlafe, meine Cam nicht geht und Seife rechts unten läuft. Ich muss gerade im Schlaf ziehen. Ich hab noch nie Kuckuck zu. Es ist wieder so. So süchtig, die Arme. Weil er hat eine neue Frau, die er versucht, auf eine ganz seltsame Art und Weise rumzukriegen. Man denkt, Stegi ist so ein Unschuldiger. Ja, finde ich auch. Stegi, es ist okay. SM du Stegi, likest Digga. Seit 2017 auf Twitter. Also ich glaube, niemand dachte von dir, dass du der komplett Brave bist. Okay, das ist so ein Multiplayer-Game. Let's go, ich schick dir das einfach mal. Wieso hast du gamed auf deiner For You? Vielleicht, weil ich die letzten Tage und Wochen halt mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das ist so wie bei dir. Der Algorithmus merkt sich die Sachen, die du anguckst und dann kriegst du die auf die For You. Boah, sie hat sich so damit auseinandergesetzt. Hell no. Stegi hat die Lara von deiner unteren Schublade erzählt. Ja, Bro, super. Okay, ganz kurz. Hallo. Oh, hi. Die Lara? Ja? Hat Stegi irgendwas von meiner Schublade erwähnt? Nein. Super, bis gleich. Oh mein Gott, es ist... Junge, ihr kleinen Wichser. Es bringt gar nichts mehr. Oh. Digga, Stegis For You-Page ist wirklich soft porn as fuck. Oh mein Gott. Digga, was ist das? Ich habe es geklickt. Das ist alles kaputt. Es wird immer Digga, schlimmer. Geht es Stegi gut? Grünes Herz, erster. Grünes Herz, die Lara. Grünes Herz, Stream. Jedes Mal, wenn ich in Stegi-Stream höre ich dieses die Lara-Lied. Ey, guck mal, die Lara streamt. Wenn wir hier vorgeschlagen. One thing about me, ich war Auto seit 4 Jahren. Egal, in welchen Stream ich denke, jeder reactet darauf. 100 Mal. Ich muss doch so langsam aufhören. Er rufte mich an, Hugo. Ja, die Schmerzen, diese Schmerzen in meinem Kopf, diese Psychose, Digga, diese Stimmen, sie schreien alle um meine Aufmerksamkeit, sie alle wollen in meinen Stamm hören, aber es geht nicht, weil ich nur einer Stimme zuhören kann. Es ist so viel, es wird immer, immer schlimmer, der Schmerz breitet sich in meinem ganzen Körper aus und überall breitet sich dieses Taubheitsgefühl aus und diese langsame Benommenheit, ich kann nicht mehr, mir geht's schlimm, Hilfe, 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 rettet mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. One thing about me, fuck ein Auto seit 4 Jahren, aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Die Lara jetzt schon mehr Viewer. Digga, trinkt sie aus einem Totenkopf? Jemand hat gerade geschrieben, du bist die größte deutsche Streamerin nach Reveal. Ah ja. Also irgendwann nochmal Haare grün machen. Ich glaube, nach den aktuellen Verläufen hier auf Twitch habe ich ein bisschen Angst vor Stegi dann. Hallo, hallo. Ich bin's, die Lara. Also Stegi hat halt keinen Content heute, außer als auf die Lara zu reacten. Nein. My name, don't call my name. Muss Stegi helfen mit die Lara. Boah, Stegi, Digga. Ich muss jetzt gleich in diesen Call rein und... Oh, das... Oh! Wir müssen Stegi machen lassen. Der Mann ist alt genug. Haben wir das Gefühl, dass er alt genug ist? Nein. Lara ist actually big auf TikTok und Instagram-Chat. Klingt jetzt besser? Nee, noch nicht viel besser. Bei mir wird nur immer geschrieben, dass zwischen uns knistert. Das verstehe ich nicht. Also was da knistert hat. Ah, Digga.
Wirklich, also, Stegi hat den Weird Champ Race und es funktioniert, for real. Ich knister, mein Mikrofon knistert nicht, oder? Nee, nee. Ich hab mich um was gekümmert, ne? Aber behalte es in Ehren, okay? Schau mal. Digga, oh, wirklich. Oh, eine Blume. Junge. Was auch, was ich jetzt mache? Ich bin der Meister. Dann würde ich sagen, ich aber ich gehe gleich rein als Wingman-Chat. Ich werde den so wingen, Digga. Gleich Operation Wingman reskinned. Oh, nein, jetzt steht das blöd. Ja, egal. Egal. Wenn du das kaputt machst, dann hast du es trotzdem, oder? Ja, genau, genau. Du kannst es sozusagen abbauen und dann nochmal platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auf. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Was machen wir jetzt? Nein. Aber es ist Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Dann sollten wir schnell hochgehen, ja. Der Mann hat eine Mission und er platziert das Bett. Hast du es umgebaut? Nö. Oh, Lehn, Bro. IRL funktioniert das nicht, oh Gott. Müll an, sag ich dir. Wie in deinem Streamingzimmer. Das ist so krass, weil das ist actually tatsächlich dein Zimmer. Das stimmt for real. Das ist jetzt meine Bude nach 100 Tagen Open-End-Stream. Wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann habe ich auch gedacht, wer ist die Lara, Bruder? Ja, Chef Strobel, damit du wieder in die Relevanz zurückkommst. Aber Bro, du kannst so viele große Influencer sacken und in den Mund nehmen, wie du willst. Du wirst nie wieder mehr als 1000 Viewer haben, Chef Strobel, weil du ein schlechter Scheiß-Streamer bist. Du kannst es jeden Tag versuchen und jeden Tag online gehen und es wird nicht funktionieren. Was? What? Digga, was? Oh mein Gott. Ich, das darfst du nicht sehen. Ich bin reich. Du bist am Ende, Junge. Ja, genau. Wer ist das? Eine richtige Frage, die Lara. Ist das? Oh. Wer ist das? Oh. Chef Strobel. Jawoll. Der Chef Strobel. Yeah. Ohne Witz, das ist bisher der schönste Affe, den ich je gesehen habe. Noch vor Chef Strobel. Ich möchte jetzt hier für alle Leute und für alle... Oh, wichtiger Clip. ...Viewer von satter, hungriger Hugo einmal prädestiniert sagen, als gesammelte Vereinigung der Streamer keine Clips mehr von Chef Strobel in diesen Videos sehen. Chef Strobel Compilation einfach, was passiert hier? Warum? Sag's, Bouget, sag's ihn. Ist er so relevant auf einmal? Du er ist nicht relevant, er ist der Einzige, der irgendwie gerade anständig, also der gerade streamt. Er ist der Einzige, weil die anderen sind alle bei Seven vs. Wild. Weil er ein bisschen reimt oder was? Nur weil er sagt, Hausmaus Klaus. Das ist alles, um in Satter Hugo Videos zu kommen. Wenn du raus mit dem. In so einem Satter Hugo Video drin vorkommst, das ist ja für die Social Media Streamer, das ist dann immer wie Champions League oder wie eine Nominierung von Nationalspielern. Satter Hugo ist der Bundestrainer und wenn im Video ist es Länderspiel und dann werden die Leute nominiert fürs Länderspiel. So ist es vergleichbar. Ich hab's geschafft, Digga. Ich bin in einem Dr. Hugo Thumbnail, Digga. Let's f***ing go. Jetzt verwechseln die Leute halt noch mehr mit Hugo, Digga. So dumm. Dr. Hugo ist gleich hungriger Hugo. Ist gleich Let's Hugo. Werdet's nicht glauben. Zabex hat so verdient. Zabex for real on God. Ich liebe diesen Jungen. Ich würde seine Füße richtig deep throaten, bis ich kotze. Na und? Ich bin nach 4 Jahren Streaming das allererste Mal in einem Dr. Hugo Video. Zurecht. Ich konnte selber nicht fassen. Da stehe ich, Leute. Ich stehe da. Digga, was? Ich hab's geschafft, Chat. Da darfst du nicht anrufen und sagen, ich bin witzig, nehme ich mal ins Video mit rein. Ich würde gerne ins hungriger Hugo-Video kommen. Nerv nicht! Die fliegt irgendwie immer irgendwo hin und dann streamt die das. Ah, da bin ich auch eingeladen worden. So IRL mit so 4, 5 Leuten. Ich bin so froh, dass ich mit Kuba und Strobel nicht da war. Aber diesmal war es halt nicht so cool, weil ich dabei war. Umsatz 2011, 17.800 Euro Jahresumsatz. Ja, Chef Strobel. Sag es, Max. Sag es. Niemand, der weniger macht. Naja, ein gibt es dann noch. Ja, der Chat weiß es. 700 Leute spammen Chef Strobel rein. Chef Strobel geschätzt ist Einkommen letzte 7 Tage. 51 Euro. Und Bingo! Der Lock ein! Antwort C ist richtig! Ich hab es tatsächlich in die Insta-Story von Rosin geschafft! Was ist das mit Frank Rosin, Digga? Warum reactet da momentan hier eh da drauf? Ich hab das nicht mitbekommen, weil es Content ist. Ja, achso, okay. Ist was Gesundes. Ein Tata, ein Tata, ein Tata, Tata. Ja, das hätte sich sparen können. Gut. Ja? Sehr gut. Dahin bauen sie. Mach jetzt. Freunde, es ist der Wahnsinn. Wir haben ihn hier, den einzig wahren. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Ja, du kannst darf ich dich hier? Ich weiß nicht, Sie, ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass Frank Rosin auf Twitch sehr groß ist einfach momentan. Ich wusste, dass da was geht bei Twitch. Digga. Most epic crossover in history. Digga, filmt Rumatra oder warum shaked es? Wer ist denn da so aufgeregt, dass er jetzt Frank Rosin ist? Das wäre dann. Filmt. Was ist das denn so? Ich baue mir jetzt Equipment. Wir gehen auf Twitch live.
Der war in seinem Twitch-Chat sogar. Ja, Bro. Also, ich schwöre, wenn es so weitergeht, hast du bald auch noch Merkel in deinem Twitch-Chat. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich hab gehört, ihr wollt euch treffen. Ey, der folgt mir nicht mal auf Instagram. Der folgt Zabex auf Instagram, aber mir nicht. Das ist so random. Oh, nee, er folgt mir immer noch nicht. Ich dachte, seine Followeranzahl ist um einen gestiegen, aber es bin nicht ich, dem er jetzt folgt. Alter, du checkst täglich seine Follower? Ich bin täglich obsessed. So Psycho. Wirklich, Hilfe. Wirklich. Ja, ja. Ein Step in die richtige Richtung. Genau. Oh, danke, Rosi. Geht das Lob der Sterne? Oh. Du bist so Psycho. Einzigen Schritt, den ich mir gerade jetzt anzünden soll. Ich zünd jetzt die Fackel. Ja, ist nicht dumm. Oh mein Gott. Das Ding wäre fast over gewesen. Wenn das Ding einmal brennt, war es das mit der Win Challenge. Digga, wenn seine Bude abbrennt, ich würde als Feuerwehr sagen, ich komm nicht. Oh shit, man. Holy shit. Ist das dumm? Ist das dumm? Übrigens wollte ich nur kurz das Hugo-Video mal was angezündet haben, Digga. Ey, für 10 Subs zünde ich meinen Hund an. Oh Gott, ich hab's einfach notwendig.